aufgepasst, hingeschaut und mitgeflogen. Am dritten Wettkampftag der Skispringer wollten alle 6 Bundesländer nochmals überzeugen. Nach dem Einzelspringen am Vortag ging es nun für alle Athleten ans Eingemachte. Gestern haben wir Einzelspringen gehabt und heute ein Teamspringen. Und ja, ist ganz was Besonderes. Normalerweise eine Sportart wie Skispringen, wo es eher um den Einzelnen geht, jetzt hier mal als Team aufzutreten, also ganz was Besonderes und die pushen sich ganz schön. Also es ist schön anzuschauen. Mit dabei auch er, na klar, Tristan Sommerfeld, der Gewinner des Einzelspringens. Er trat mit seinen Mannschaftskollegen vom Regionalteam Erzgebirge Chemnitz an und wollte nach dem nicht ganz überraschenden Sieg am Vortag wieder voll angreifen. Das Team Erzgebirge Chemnitz zählt sicher zu den Favoriten heute und na, ist abhängig sicher von der Tagesform, aber die haben definitiv die Chance, auch heute den Sieg zu gewinnen oder den Sieg zu erkämpfen. Doch ganz so wie geschmiert lief es dann doch nicht für das Bundesland Sachsen, denn das Team Inselsberg aus Thüringen hat mit Cindy Harsch und Max Herbrechter gleich 2 heiße Eisen im Feuer und konnte sich nach dem ersten Durchgang an die Spitze setzen. Die Kinder haben eigentlich das gezeigt, was sie gestern auch schon konnten. Sie haben ihren Vorsprung von gestern noch ausgebaut jetzt nach dem ersten Durchgang. Das ist schön und jetzt kommt jeder noch einmal dran. Jetzt muss jeder noch mal schön konzentriert bleiben, eine schöne Landung machen und dann klappt das. Die Fans natürlich jetzt gespannt auf den zweiten Durchgang, doch so richtig gefährlich konnte den Thüringern heute keiner mehr werden. Um ganze 17 Punkte distanzierte das Team Inselsberg die Konkurrenz und setzte sich damit verdient die Krone auf. Platz 2 ging an die Mannschaft der Uplandschule Willingen vor dem heimischen Team aus Bayern. Es ist sehr erfreulich, weil letztes Jahr hat es nicht so richtig geklappt in Schonach. Aber wir sind sehr froh, dass wir hier in Fürsten dann den Sieg geholt haben. 2 Tage vollgepackt mit bester Skisprungunterhaltung gehen damit zu Ende. Der Nachwuchs hat gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Und wer weiß, vielleicht sehen wir die Teilnehmer von heute schon bald wieder, wenn es heißt Jugend trainiert für Olympia, Winterfinale 2016.